Und Joe Weil. Ja, jetzt, wenn du keine Chips mehr hast, dann geh ihn dann auf Stefan schieben. Ja. Und ich nochmal den Wechsel an mit Stefan Effenberg. Ja, danke. Vertrau mir. Danke. Schön zu hören. Ich freue mich auch, mit Stefan zu spielen. Guten Tag. Guten Tag. Was muss ich jetzt machen? Erstmal gar nichts. Rolling gehen. Ja, ja. Gute Karte. 32. Hand. 300 ja, und 600 Deep Blinds. So, 600 ist Big Blind und Gregor beginnt. 5000 Euro haben alle Teams sicher. Sie dann was? In ja, Platz 4 10.000 Euro. Platz 3 15.000. Platz 2 20.000. Der Sieger bekommt 50.000 Euro. Stefan auf. Monika ist raus und Philipp check. So ist das Siegerteam. Philipp check. Keiner trifft. Nina noch vorne mit Ass-Bube. Minimum 600. Hm. Du kannst aber auch checken. Ja, okay, one. Ich denke, er jetzt oder spielt seinen ersten Bluff, aber liegt in der Tat vorne mit Ass-Bube. Und Stefan geht all in mit Ass-9. Hat es vielleicht im Gefühl auch, dass K1 hier versuchen wollte, den Pot zu bluffen. Aber der called. Ja, ja. Showdown. Und Stefan braucht hier dringend Hilfe. Okay. Oh! Da gibt es nochmal einen kritischen Blick rüber von Stefan an die Steffi, an die Dealerin. Mach mal lieber hier eine 9 auf, sonst gibt's Ärger. Oh, da ist der Bube. Aber es ermöglicht Stefan jetzt noch die Chance zur Straße. Ein 8 müsste her, und zwar ganz dringend. Du bist ärgerst dich, wenn du dich jetzt freust. Das war jetzt ein kurzer Besuch. Das war jetzt ein kurzer Besuch, Steff. So war es geplant. Gib ihm, komm. Ohne Gummi jetzt, bitte. Ohne Gleitcreme, ohne Gummi. Einfach rein. Ohne alles. Ah, da kommt die 9 hinten raus. Die hilft nicht. Und Stefan Effenberg im Team mit Joe Weil. Belegen hier Platz 5. Was los, Nina? Schade. Für 5000 Euro. Was los, Nina? Schau, was er reinholt. Er hat was reingeholt. So. Dann hat er den vierten Platz gesichert. Nämlich K1 Mogadam. K1 Mogadam. Mit riesiger Brust jetzt hier. Ich glaube, jetzt können wir noch einiges sehen hier. Wenn ich 2 Tage beim Robert, dann sind 10.000 weg, kannst du mir glauben. Stimmt? Im Opera. Im Opera. Warte. 600 mitgehen, mehr oder raus? Okay, passt. Monika ist auch raus. Ich gönne es dir. Ja, bei noch 4 Parteien, wenn man dann Ass in der Hand hält, dann kann man es auch schon mal, auch wenn die Ballkarte nicht so gut ist, ein bisschen aggressiver spielen, so wie Monika gerade, aber sie passt. Ganz ehrlich, wenn du gewinnst, dir würde ich es richtig gönnen, ohne Scheiß. Nee, ja, doch, allein wieso? Wegen der Stimme, ich meine das ernst. Nee, wieso, das gehört, also doch, euch auch, aber eben mehr. Für die Christina. Na, eigentlich nur für die Christina ist so. Ja, komm, sag mal, ich spiele für sie, Christina, nicht mein Grüße. Geld. K 600 und Gregor 300, bitte. Schon wieder? Beginnt. Ich muss immer zahlen. Pass, Philipp, pass. Big Blind schon mal 600. Komm, lass die mal ein bisschen. Ja, okay, aus Freunden wurden Feinde. Wir zwei Nachbarn. Ich will das mal bitte sehen. Ja. Check, ja. Wir schauen uns den Fern an, oder? Ja, gucken wir uns an. Und Duell der Blinds zwischen Gregor und K1. Gregor, bitte. Check. Gregor check. Trifft check. Die 2. Nicht weh. Check. Gregor, check. Check. Aber ein freundliches Check, check. Check. Ich glaube, K1 könnte hier, wenn er nur zu den Chips greifen würde, dann würde Gregor wahrscheinlich schon seine Hand passen. Aber jetzt setzt Gregor selbst von vorne. Das sind 700 von Gregor. Du kannst in einem Zug reinschmeißen. Also ja. Und das dürfte auch das Ende der Hand sein. Ah, prüft doch mal. Ist vielleicht doch eine Straße noch drin? Nee. Fehlt die 8. 700. 700? Oder plant er den Bluff? Kommt ihr mit?
Ja, dann hättest du zumindest mal gewonnen, sehr viel. Aber ja, ich. 6, 7, 9, 10. Bluff würde gut gehen, wahrscheinlich. Wie geht's dir hier gerade? Ich bin raus. Okay, passt. Ah, passt dann doch. Muss man nicht übertreiben, hier Glück herausfordern. Das ist ein bisschen. Die Blinds bitte. So, eine Runde noch, Jörg, dann wechseln wir. Ja. Mach dich ready. Jetzt mal blind? Ich hab's mal blind. Wie viel? Ja, 300. Philipp ist raus. Und bei den blauen Baronen scheint sich ein weiterer Wechsel anzubahnen. Gregor teilt seinen Partner Jörg von Thorer mit, der im Nebenraum sitzt, dass er sich bereithalten soll. Du kannst auffüllen, noch auf 600 auffüllen, mehr machen oder raus? Also 300 rein. Genau. Das geht doch, komm. Okay, geht mit. Check. Monika, check. Wiederum Duell der Blinds. Okay. Checken oder setzen? Check. Check. Beide nichts getroffen. Monika geht rein. Na, klaut sich jetzt hier. Die hat mir zwei. Monika. Hat mir zwei. Den Pott. Im Willing. Soll ich zählen, wie viel er hat? Ja, wegen All-In? Nee, ich will nicht raus. Ich will dich raus haben. Ich will ihn raus haben. Moment, hallo? Check. Ah, check sie doch. Mich und ihn raus haben. Okay. Warum jetzt ich auf einmal? Eben war ich noch süß. Ja. Jetzt trifft sie sogar die 6. Jetzt ist sie in Führung gegangen. Jetzt gehe ich mit 5.000 rein. 5.000 von Monika. Sie will dich doch raus haben. Da zählt er sehr hoch an. Und das. Ja, das war wegen den zwei. Vielleicht hätte sie sogar ein bisschen was von ihm gekriegt und dann bin sie ein bisschen kleiner. Oder kann ich jetzt wechseln? Kann ich jetzt einfach sagen. Monika Smallblind, bitte 300. Monika im Smallblind, Philipp im Big Blind. Pass. Okay, pass. Ich gehe mit. Wie viel nochmal? 300. Ja. Komm. Und sie füllt auch mit AS2. Philipp checkt seine Option zu erhöhen. Die hat man als Big Blind. Wie viele Windeln kann man kaufen für 5.000 Euro? Das ist eine Menge. Und der Wildcard-Gewinner aus Nürnberg. Ja, ich gehe rein jetzt. Den König. Ja, das ist mir sonst hier. Ich gehe mal hier auch mal wieder mit 2,5 erhöhe ich. Ich gehe mit 4 rein. 4.000 von Monika. Geht's wieder hoch an. Diesmal geht's vielleicht ins Auge. Oder kann sie ihn rausblöffen? Auch Philipp natürlich jetzt mit einer schweren Entscheidung. Ich kann nicht rauchen, ja. Monika hat natürlich mehr Chips als er. Wir sind Sänger, wir rauchen nicht. Und ja, da geht er all in. Ja, wie viel muss ich, wie viel ist das? Ich zähle. All in, nicht all in gehen. Gehst du all ja, logisch, geh rein, Monika. Die ganze Zeit so, und wenn ich jetzt das Beste, dann habe ich Pech gehabt. Aber ja, logisch, geh rein, Monika. Nein, ich gehe nicht mit all in rein. Ich, ich kann ja, bitte. Ja, du hast ja eh mehr wie er. Du kannst jetzt ja, wenn du ein gutes Blatt hast, dann gehst du mit ihm. Ich finde das cool. Ja, ja, logisch, du musst mitgehen. Gregor und K1 möchten natürlich, ja, ich mit. Dass Monika hier callt. Wow. Und sie scheint auch mitzugehen. Ja. Die callt, obwohl sie nichts getroffen hat. Ja. Dann mache ich das hinterher, ja. Wow. Ja, natürlich, mehr Chips kann nicht ausscheiden, aber Philipps Turnierleben wäre jetzt in Gefahr. Dann nämlich, wenn ein Ass kommt oder vielleicht noch zwei Biegen für den Flush für Monika Ivankan. Da wird der Philipp sicherlich jetzt hier aufgeregt sein. Aber 10.000 hat er. Jetzt kommt ein Ass und dann. Deswegen mache ich es ja auch. Ass und zwei und dann ist vorbei. Ass und zwei und dann ist es vorbei. Ja, ein Ass würde schon reichen. Bring noch einen König, dann. Los geht's. 30.000 Chips, fast die Hälfte der aller Chips in der Mitte. Ein Turn, keine Hilfe. Ace on the river. Immer. Und gut gegangen für Philipp. Der jetzt mit 30.000 Chips natürlich hier der klare Chip-Leader, der führende am Tisch ist. Herber Rückschlag für das Team Monika Ivankan und Olivia Jones. Ja, ist Jörg. Ja, sie spielt die ganze Zeit, deswegen hättest du vorhin auch callen müssen. Viel Spaß noch. Natürlich geht mir mega die Flöte, wenn das Ass kommt, hat sie alles richtig gemacht. Ne? Kommt irgendwann hinten einen Sender reingeben. Das ist hier der aktuelle Chip-Count.
und von Platz 1 auf Platz 4 nach dieser fliegender Wechsel. Ich lasse es mal fliegender Wechsel. So, willst du spielen? Ja. Okay, gut. So, mein Schatz, ich habe uns ein bisschen Geld ange... Ja, dann auch gleich der Wechsel. Bin ich ja mehr hier für diese Kasse zuständig, mein Hase. Na, aber umso mehr ich hier habe, umso mehr kann ich da nehmen. Der wird dich eh vernaschen heute Abend. Warte mal ab. So, können wir? Jetzt können wir? Jetzt muss ich mir die Karten noch mal irgendwann vorknöpfen, aber gut. Kay ist nämlich dran. So. Fold. 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 Du hast den Small Blind. Schöne Bedienung. Olivia, bitte. Für Olivia Jones. Aber wir haben da jemanden, der ganz gefährlich ist. Ja. 600 Währung zu bringen, vielleicht eine kleine Erhöhung? Ich bin auf Cover. Was Philipp machst du? Warte mal. Ich habe nur gecallt, nur die 600. Geht nur mit. Mit du kannst gefangen. Checken, Jörg. So ich checke. Check. Du hast echt hammer Augen, ohne Scheiß. Ich meine das ernst. Ja, weiß checke. Ich. Auch Jörg jetzt wieder hier am Tisch. Die Gregor Bilanz abgelöst. Ich check. Philipp, check. Ich check auch. Jörg, check. Ich checke auch. Kann ich nochmal checken? Check, ja. Das du hast geht. So wenig Chips, da ist das Spielen geht. Nicht mehr so leicht, ne? Ich check auch nochmal. Philipp, check. Ich check auch. Jörg, check. Wer traut sich als erstes? Ich bin richtige Checker. Komm, mach mal. Nochmal ist du ein Checker. Ich kann theoretisch auch durchchecken und ich check auch nochmal durch. Philipp, check. Und dann wird aufgedeckt. Wenn beide checken, gewinnt. Und dann gewinnt die Beste. Ich check auch. Gewinnt Philipp auch diesen Pott hier? Ja, dann mach. Mit seinem Ass. Zack. Ass hoch ist gut. Ass hoch, naja. Ne? Hier der Dreier. Noch gar nicht so schlecht. Fünf. Und er baut seinen Vorsprung aus. Wählt die 4? Nö, selbst dann nicht. Dann hätten wir doch immer noch die 5 noch gewählt. Aber. Nein, der macht das gut. Ja. Ja. Der wird richtig durchgebürstet heute noch. Oh. 300 und 600 Big Blind. Okay. 600 Big Blind. Pass mal auf dein Glas auf ein bisschen. Ne? Genau, so nicht. Genau, ich bin 300. Danke. Sag mal, wo sind denn meine ganzen Tausender, die ich hier mühselig erspielt habe? Die sind was hat bei denn die Philipp. Monika? Guck doch mal hier, guck mal da. Die sind alle wie bei hast Philipp. Du das denn bitte gemacht? Ja. Glück gehabt. Es war ein Spiel, es war nur ein Spiel. Das ist das Verrückte. Ne? Ich muss ja noch mal gucken, dann ist es so. Ich guck aber das ich auch könnte mal jetzt an, mal richtig hier. Ja, das ist was halt so, wenn man mit einem Partner im Spiel im Team ist. Dann musst du all in gehen. All in. Also musst du einen losgehen. All in. Nein, das würde der Partner ich nicht. Dann würde ich euch ja alle baut das ab. Was mal. Ich habe ja schon schlechtes Gewissen, dass selbst ich auch aufgebaut hat. Was sollte denn das, wenn das sollte heißen, ich habe so Angst vor dir, ich lege mich gleich hier embryonale Stellung hin. Das ist gut. So, wer ist dran? Olivia. Was muss ich denn machen? Ich 600 zu mitgehen oder nee. Raus oder mehr? Du auch raus? Raus? Ich auch raus. Was du mit auch dir? Raus? Ich muss 300 machen, ne, oder? Noch dazu, genau. Die mache ich. Ja. Check oder mehr? Aufgefüllt das hier von Jörg und Teurer und K1 sagt, nein, nein, mein Freund. Wollen ein bisschen teurer werden. Und das reicht auch schon aus, um den Sportmoderator hier zum Passen zu bringen. Ja, das freut dich jetzt richtig, ne? Aber ja, ohne Gleitcreme, mein Freund. Oh, nein, einfach mal. Altes Pferd, eine Dame ist hier am Tisch, hallo. Genau. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, also. 600 musst du noch machen. So, warte. Du hast gerade gesehen, wa? Ja, den Big Blind. Ich habe deine nie gesehen, würde ich nie machen. Okay, Small Blind 300. Bitte. Small Blind 300, dankeschön. So, macht einer einen Wodka noch, bitte. Ich was habe ich jetzt hier? Nee, das ist doch viel zu viel. Nee, jetzt. Das sind 600. 600. 600 musst du. 600, das ist das richtig, ne? Ja, das sind 600. So viel Kohle. Philipp ist raus. Die Einzige, die nicht schwanger ist. Das sagst du immer wieder. Hast du Angst davor, wenn ich mitspiele? Oder ja, deswegen. Wenn du so, rausfliegst, fällt mir das Leben leichter. Ja, gut, dann... So, 600 ja, Respekt raus. Ist da. Ich muss 600 vor leben, oder? Zum Mitgehen, ja. Und da der jetzt gepasst hat, fühlt sich Jörg Montora sicher und geht mit. Alles gut. So lock ich sie, weißt du? Geh mit den Zehnerpärchen. Guck, da ist er gleich dabei. Ist das eine Erhöhung oder wolltest du nur mitgehen? Eine Erhöhung. Auf 1300. Race auf 1300. 1300. Muss ich ja 700 drauf tun, ne? Oder? Das stimmt. Gib ihm, komm. Mann oder Memme? 700. Mann oder Memme? 700. Mann oder Memme? Beim nächsten Spiel Mann, jetzt Memme. Und Jörg ist raus. Genau. Memme. Weil da sitzt Lebenserfahrung, weißt du? Das so ist es. Danke. So ist es. Ihr beide, ne? Ja. Das wäre unfuckable gewesen. Ach wie so. Eine Nonne. Ja, dann musst du es zeigen, wenn es... Das muss es warum sein. Soll ich dir meine ja Taktik verraten? Du kommst mich aber beim Rewe besuchen. Kaufst ja. Einmal bei mir ey, ich helfe dir Regale auffüllen, egal was du willst. Er ja, sieht aber gut aus, dabei schon, ne? Ja. Guck mal auf die Dinger da. Willst du jetzt auch heiraten oder was? Das ist eine Weltnummer. Oh, eine leichte Aggression kommt ins Spiel. Mehr oder was denn?
So, Small Blind ist bei Olivia. Olivia, Dame im Big Blind. Ja, und 600 zum Mitgehen, ich mache 1000. 1200 ist er. Mache ich auch, okay. Übrigens. Überraschung. Erhöhung von Jörg und Tag. Karten muss er schon. Hast du so ein Ding im Ohr? Ja. Warte, jetzt muss ich jetzt. 1200 von dir. Ja, links raus. Okay, ist raus. Okay, Ronny, mit vielen, vielen richtigen Entscheidungen, das muss man einfach sagen. Ey, wie viel Tausend hast du? Ja, 25 mehr. Und Entschuldigung, 28. Donald Trump. Ja, Small Blind und Jörg Big Blind, bitte 600. Okay. Wer hat denn Small Blind? Philipp. Philipp. Okay. Du bist dran. Wer? Du. Ich schmeiß. Okay, passt. Ja, toll, aber hier... Was, König hier? Boah. Ich weil du die Kohle hast. Weil du süß bist. Und weil du das auch. Das hat jetzt aber auch jeder gesehen. Ja. Was ist denn jetzt hier? Kunikova, genannt in der Pokerszene. Sieht gut aus. Irgendwie wird mein Wodka wohl boykottiert, weil Nina Angst hat, dass ich zu viel trinke. Race wäre auf Minimum 1200. Und Damen jetzt hier bei Jörg von Thora. Mit dem Race. Olivia, das war alles negativ auf. Das ist jetzt hier die letzte Hand. Jörg, checken oder setzen? Von Olivia Jones. 2000. Du, Jörg ist ein Macher. Nicht so wie du, Philipp. Guter Flop hier. Was hast denn du da? Für Jörg. Ich habe jetzt 3 Achten insgesamt. Er hat Eier. Ja, ich irgendwie nicht, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das haben wir alle am Tisch, oder? Nee. Nein. Also nein, jetzt Schatz, aber würde ich Schatz, dir noch... Schatz, also. Du wirst danach nie wieder eine Frau bekommen. Ich meinte die Spur. Du hast sie ja gar nicht. Achso, vielleicht ist er auch. Noch 4.450 vor Olivia. 2.000 sind gefordert. Ich müsste ja dann all in gehen, ne? Nee, nicht ganz. Ja, aber ich, ja, aber Hilf mal deinem Baby. Naja. Wenn ich helfen darf, würde ich was sagen. Ich gehe mit. Ihr kennt 2.000. Ah, dann hätte Olivia vielleicht auch schon direkt all in gehen können, aber sie geht erstmal nur mit. Nee, das liegt noch gar nicht. Also, das liegt ja, noch nicht. Ja, Nina, chill, alles ist noch cool. Insgesamt. Okay. Ach so. Moment. Ja, pass auf, ich gehe all in, mir reicht das jetzt. Richtig. Ich jetzt okay. So wie es gehört hätte, sie geht all in. Du musst du durchzählen. K1 gefällt's, er möchte hier so Blut sehen am Tisch. Nee. 1250. 1200. Und natürlich leichte Entscheidung hier für Jörg von Montora. Oh shit, das sind Steuersteuer. Dass du hier unter den letzten vier sitzt. Großer Pott. Ja dann. Lenk doch jetzt nicht ab, mach weiter. Ich bin doch raus. Showdown. Decken wir mal auf. Oh, die Dame. Und Olivia braucht hier einen Ast oder einen König. Ansonsten ist das Team Olivia Jones und Monika Ivanka hier raus aus dem Turnier. Die dritte Dame auch. Das wird jetzt ein Ass sein. Nein, das ist kein Ass. Ja, und jetzt? Kommt die fünfte Karte. Jetzt kommt die fünfte. Bitte, lieber Gott. Ass oder König. Die Monika wird mich erschlagen. Ich möchte nochmal aufgefordert, Hilfe wirklich? Zu leisten. Steffi, bitte, jetzt reiß dich mal zusammen. Kriegst du Puffi? Puffi? Nee? Die ist nicht käuflich, das ist meine Frau. Chill mal. Wenn es deine Frau ist, dann ist sie bestimmt käuflich. Okay, der war gut. Das kennst du doch nicht anders. Der war gut. Oder hast du schon mal eine Frau umsonst gekriegt? Ja, es gab auch Zeiten, da war ich noch nicht bekannt. Oh, da ist der König. Denn auch der hilft. Yippie. Double up. Das ist nicht wahr. Für die Miss Drag Queen of the World. Den Titel hat Olivia Jones im Jahre 1997. So, Blinds sind bei 400, 800 bitte. Nina 400 und Olivia 800. Die Blinds sind eingestiegen auf 400 und 800. Olivia 800 bitte, Big Blind. Und Philipp beginnt. Passt. Gregor passt. Ja, ist das schon wieder geworden. Nina passt. Und ein weiterer Bot, keiner möchte mit Olivia Jones spielen. Ein sogenannter Walk, wenn man kampflos in, wenn man im Big Blind sitzt und ja, keiner mit Da hast du frei saufen, bis an dein Leben. Genau. Apropos frei saufen, wir trinken jetzt erstmal einen, ne? Olivia Small Blind 400 bitte und Gregor beginnt. Wir sind bei 800. 400? Ja. 2, 4. Passt. Wechsel. Nina hat für Nina passt. K1 übernommen. Hm? Ich warte, du könntest jetzt 400 nachlegen oder rausgehen? Ich gehe raus.
Und du hättest auch erhöhen können, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass ich erhöhen kann. Ich bin ja nicht doof. Das weiß ich. Also, ja, also Philipp, jetzt zurück zum Liebesthema. Mhm. Aber hat man immer einen bestimmten Typ? Wenn es passt, dann passt es, oder? Ja. Ja, aber es gibt ja schon so, nach ein paar Beziehungen weiß man ja, was man will und was man definitiv nicht mehr will. Ich hatte noch nie so die wirklich mega Beziehung. Nee, ab einem was war deine längste Alter Beziehung ist einem bisher? Das egal. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 24. 24. Seit gestern. Genau, seit gestern. Warte, ich muss ja auch einmal gucken. Mhm, 800? Bäh. Sie hat ein 9er-Pärchen weggeschmissen. So mitgehen? Ja, vielleicht. B-Zero. Pass. Philipp, bist du eher so der Affärentyp oder Check. Was? Nein, ich bin nicht so ein Typ. Wenn es nicht passt, dann ich bin halt nicht einer, der für zwei Monate sagt und dann tschüss. Suchst du denn noch jemanden? Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Da merkt man gar nichts. Zum Liebesleben. Dann weißt du auch, von wem das geht. Natürlich, Moment, weiß ich. Ja. Aber wenn du anspielen möchtest, habe ich Angst. Check. Und Nina, die in der Tat hier das 9er-Bärchen vor dem Flop weggeschmissen hat, da sogar den Drilling gefloppt. Jetzt sieht sie es auch. Das Wort wiederhole ich nicht. Gregor, check. Ein Tausender. 1000 von 5. Schön, dass ihr das auch erlauben, ne? Mit der schlechteren Hand, es wäre... Problem ist, dass seine 3 nicht so hoch ist. Ja, oder in der Tat. Hat dann auf dem Plasch gespielt. Hätte der Gregor mit der 7, also beide hätten sie ja das Ass gehabt, ein Bube 9, 8 und die 7 hätte von Gregor gespielt, aber Philipp mit ja, einem geschickten Einsatz stibitzt er sich hier den Bock. Sag mal, das wird jetzt hier richtig teuer, ne? Das wird teuer. Das wird spannend. 3 Teams sind etwa gleich auf den Chips, immer teilen. Nur Philipp. Weit, weit voran. Und Olivia beginnt. Was muss ich denn jetzt wieder machen? 800 zum Mitgehen, mehr oder raus. Pass, Philipp, pass. Man muss ja nicht jeder. Nee, man muss ja auch nicht überall dabei sein. Raus und ja, im Duell der Blinds Gregor gegen Nina. Wie geht's denn dir so, Gregor? Gut, sehr gut. Ja. Jetzt kannst du aufgeben. Das merkt man dir gar nicht an, du wirkst so ruhig. Such die. Gegner immer wieder in Gespräche zu verwickeln? Man merkt gar nicht, dass du Moderatorin bist. Nee, ne? Du solltest mal moderieren, was? Du könntest das richtig gut. Jackie. Ja. In Wirklichkeit ist sie die Wildcard-Gewinnerin. Ja. Der Jack hat nichts. So, komm, aus Mitleid checke ich jetzt auch. Nina, check. Nina, geh all in. Nein, ist die mögliche Straße hier für Gregor. Er bräuchte eine 7. Du hast jetzt deine Brille aufgesetzt. Oder eine Dame. Du hast die ganze Zeit auf die 8 gewartet, ne? Ich glaube, der hat einen. Du hast auf die 8 gewartet, wirklich? Jack. Nein, jetzt die Brille auf, sonst meinst du? Jack. Ja, lass mich mal gucken. Jack, da jetzt. Was machen wir denn jetzt, wir zwei? Was machen wir denn jetzt? Singst du gleich für mich? Ja, sie hat die bessere Hand, aber ich glaube, wenn sie jetzt hier zu den Chips greift, gewinnt sie den Pott auch bereits jetzt. Chips. I need money too. Yeah. Du hast mehr wie ich. Ja, yeah, aber ich brauche noch mehr. Da meinst du was? Genau, ich kann ja nie genug kriegen, ja? Natürlich nicht. Giri. So, ich muss kurz mal analysieren. Ich kann das nicht so gut wie der Philipp. Der Philipp macht ja hier irgendwie zack, zack, zack. Mhm. Das geht ganz schnell. Ich muss das immer laut machen. Ich packe auch immer laut. Kennt ihr das? Also wenn ich Koffer packe. Das ist eine Moderatorin. Koffer packe immer laut. Ich packe das T-Shirt ein, die Schuhe ein. Spiel, dass jeder da einmal sagen muss, ich packe meinen Koffer. Also was hast du denn du für Karten da? Genau, sehr gute Karten. Ja, was heißt denn sehr gut? Dann muss man schon spielen. So Top-Level. Ja, hast du einen Drilling oder irgendwas? Hier geht immer von Karten aus. Also wenn sie Nachrichten moderiert, dann dauern die zu lange wahrscheinlich, oder? Dann geht es nicht in 10-Minuten-Slot. Deswegen ist es ja immer nicht leicht, aber mit. Okay. Ich check mal mit. Ja, check. Doch gecheckt und jetzt trifft sie hinten raus das Fünferpärchen, macht aber im Prinzip keinen Unterschied. Nina, check, Schultern bitte. Nochmals check, check. Und auch wenn nur ein kleiner Pott, aber immerhin, er geht an Nina. Ja. So, wir nähern uns ja langsam an, ne? Irgendwie habe ich dich noch nicht so ganz durchschaut. All in. Jörg, ich mach das schon. Wenn du jetzt all in keine gehst. Sorge. Nina 400 bitte und Olivia 8. Jetzt wird's gebokert. Also, wenn mein Bruder das jetzt sieht hier, ne? Seine Big Blind 800, Olivia. Was? Die Hand, die ich habe, die spielt mein Bruder am liebsten. Ist dein Bruder. Achso, dann ist er kein guter Pokerspieler? Wahrscheinlich.
Gregor passt. Und Ina passt. Dame 7, das ist die Lieblingshand von Philipps Bruder. Die Computerhand, so wird sie in der Fachsprache genannt. Ja, bitte. Danke. Macht ihr beiden denn da? Flirtet ihr da oder was? Nee, ich. Ja, sie ist. Ich guck nur so rüber. Ich brauch ihre Chips. Warum meine? Nimm doch hier von Olivia oder von Philipp, die haben so viele. Die haben 400 so viele? So viele. Was? 400 Small Blind. Und Gregor beginnt. Passt. Bam. I'm out. Nina passt. Brille, hilft nichts. Und Olivia passt. Hättest du mitspielen können? Nee. Der Walk hier für also den Wildcard-Gewinner. Der ist so ruhig geworden. Dann mal die 6-5 okay, sogar auf der Zeit. Ja, ich rede ja die ganze Zeit, keiner redet mit mir. Irgendwie gibt mir nur so knappe das Antworten. Verstehe ich gar nicht. Und, ja, verstehe ich auch nicht. Ja, okay. Dann erzähl. Das ist aber durchaus ein bekanntes Phänomen beim Poker. Ein bisschen wer ist ein großer Fan von dir? Angespannt sein und nervös zu sein. Mehr redet als eine Claudia. Das meinst du? Ich toppe auch noch Claudia. So. Nina, pass. Ja, der Stefan, der hatte Angst, ne? Der kam immer hoch, ich hinterher, dann fuhr er wieder runter, ich auch hinterher. Der stalkt den ja richtig. Er stalkt den richtig. Mhm. Armer Kerl. Sowohl Philipp als auch Gregor treffen nichts. Komm, mach all in. Oh, der Philipp einfach immer auch eine gute Nase, gutes Gespür. Guck mal, du hast da 4, 5, 6.000. Was willst du da reißen? Da geht die Blinds sind bei 800, da geht gar nichts mehr. Was, da geht noch was. Da geht also vielleicht geht da was, wenn du all in machst. Vielleicht solltest du wechseln. Nee, haben wir ja gerade. Hast du gerade erst gekommen. Ach, hat aber nicht viel gebracht, ne? Ja, wir haben Pech gehabt gegen dich. Der König gekommen ist. Die Blinds, bitte. Ja, das war Nina echt, das war knapp. Ja, das war ein großer Pott. Yes. War kein Glück, der Gregor gerade anspricht. Ja. Damen gegen Ass-König. 400. Den König. 400. Ja. Kannst du wechseln? Bei der letzten Karte für Olivia. Nein. Was müssen wir denn jetzt machen? Wie viel? 800 zum Mitgehen. Oder drüber oder Pass. Ich gehe mit. 800 von Olivia. Ach, wie siehst du das sagst? Ich gehe mit. Philipp Pass. Du kannst auch gut Alleinunterhalterin sein. Gregor Pass. Ne? Nina. Nein. Was ist los? Ich bin doch Big Blind, ne? Hast du ja irgendwie erhöht? Hier hat keiner Nein. erhöht, ne? Da bin ich mit dabei und dann gucken wir uns den Flop mal an. Nina, check. Okay. Und Nina im Duell gegen Monika, beide die 3. Nina jedoch mit dem Ass als Beikarte. Lebe ja nur den König, aber trifft den König hier und geht in Führung. Nö. Nee. Also ich gehe jetzt. Nee, ich checke auch. Süß. Oh, jetzt hätte Olivia doch vielleicht mal ein bisschen angesetzt. Hat jetzt Nina hier die Freikarte gegeben? Die trifft das Ass an. Die ist nicht so doof. Die tut so, als hätte sie es nicht. Was die redet du, auch viel. Du hast doch gute Karten. Das hättest du doch schon längst. Nee, ich musste ja eh. Ich hatte doch eh den Big Blind 800. Du hast nicht geraced. Also konnte ich hier einfach mal mir den Flop zumindest angucken. Aber jetzt müssen wir ja irgendwie langsam auch mal. Jetzt müssen wir mal irgendwie weiterkommen. Ich glaube, beide sind sich relativ sicher, dass sie hier vorne liegen. Das ist aber ganz schön ruhig auf einmal. Ne? Mhm. Eben noch dieses große Gequassel. Das ist wie bei Männern, diese Quassel. Da ist auch nicht viel. Meinst du? Ja. Das scheint sich auszukennen, oder was? Ne? Schade eigentlich, hatte mir schon mehr. Du kriegst deine Packung schon. Andere Thema. Ja, komm, dann gucken wir uns das mal für 1.000 an. 1.000 von Nina. 1.000, da möchte Nina haben, ja. Kriegt sie auch. Oh! Eine Erhöhung sogar. Das brauchst du nicht. Aber so hat Monika vorhin auch gespielt. Ja. Schau das an. Ja, was soll ich machen? Nina geht mit. Was soll ich machen? Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten hier für Olivia, den Pott zu gewinnen. Entweder der König, kommt aber nicht. Ja, oder jetzt hier vielleicht der große Bluff. Hm. Nina? Natürlich. Zwei Asse, ich weiß nicht, ob ich da. Ich check nochmal. Das müsste schon dann ein großer Einsatz sein, glaube ich, um die Nina rauszudrücken. Dann decken wir die Karten auf. Nee, dann gehe ich mit. Wie viel muss ich da mitgehen? So viel wie du 800. Also nach oben hin ist es ja, 1000, ne? 1000 von Olivia. Das wird nicht reichen. Ich habe keinen Bock aufzudecken. Machen wir 2000. 2000 von Nina. Oh, und jetzt Race von Nina auf einmal. Okay. Gehst du all in? Mit. All in, komm. Olivia Call. Oder halt, 1000. So viel sie hat. In wie 1000. Und der Call hier von Olivia. Ja.
Ja, dann Nina. Dieser schöne Pott. 10.000 Euro heute. Geht an Nina. Oh, die jetzt auch sogar noch ein bisschen slow rollt. Erst die 3 zeigt. Und dann erst das Ass. Scheiße. Ich dachte, ich hätte dich mit den Königen, aber jetzt habe ich ja gar kein Geld mehr. Hilfe. Das Team Nina Mogadam K1 jetzt auf Platz 2 mit fast 18.000 Chips. Von den zwei linken Füßen. Ja, am Leben ist funktioniert auch mal ein Freund. Ja, genau. Mit Können, mit Können. Guck mal, jetzt werden die gemein. Jetzt werden die voll gemein. Das hat ja noch wohl wenig zu tun. Ah ja. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Mhm. Und das trotz so viel Make-ups. 400 bei Nina und 800 bei Olivia, bitte. Big Blind. 800 Big Blind. Schönen Abend hier bei Philipp. Bei nur 4 Leuten am Tisch. Ass 8, das ist schon. Ich würde sagen, fast eine Bombe. 6. 1,9. 1,900. Er raced auch. Philipp, Gregor Pass, hat schon mal vorher weggeschmissen. Lieber schneller als wie. Ja. Was war das? War das? Nein, komm, ich gebe dir einen Tipp. Geh mit, ich brauche deine Chips. Nee. Das sagt dein Mund. Aber du meinst es gut mit mir, du magst mich. Ja. Das war ein Liebes. Das war so ein, ich mag dich, komm. Genau. Gib Folde lieber, ich möchte dir nicht die Kohle wegnehmen. Lina, pass. Aber ich die auch nicht. Kannst du ja auch nicht. Ja, damit lag sie auch. 1,9 insgesamt. Richtig. So viel habe ich ja gar nicht. Glaube ich. Doch habe ich, doch 1,9 habe ich. Ja, ich gehe mit. Oh. Olivia. Warte, den Tausend. Olivia, das muss man nicht unbedingt machen mit Dame 5. Was hast denn du für Karten? So gut, dass ich dein All-In callen würde. Ja? Auf jeden Fall. Oh, guck mal, der ist so nett. Der ist, obwohl, das ist das die Masche. Ich zeig sie auch. Ja, aber das ist mir. Ich gehe erstmal mit. Ja. Kann ich auch checken? 1.100. Nee, checken geht nicht mehr. Genau, 1.000 und noch 100. Und dann noch ein 100er? Jetzt muss ich mal nachgucken, was habe ich überhaupt? Oh, jetzt braucht Olivia dringend Hilfe. Eine Dame oder eine 5. Und Olivia, bitte checken oder setzen? Komm nicht. Check. Komm, mach so, dass sie mitgehen kann. Ja. Muss ich mitgehen, Olivia? Jetzt hast du ja nichts mehr. Du musst jetzt rein. Ja, ich mach rein. All in. All in. Wow. Ich jetzt kommt das All in. Das ist jetzt nur Ass hoch. Aber. Ass 8 von Philipp. Was hast du? Und Dame 5. Ja. Oh, okay, jetzt wird's spannend. Ass 8 liegt vorne. Jetzt wird's wieder spannend. Aber und 94%. Du hast auch schon was weggenommen, Junge. Ja. Olivia, so wahrscheinlich kommt jetzt ganz dringend eine Dame oder eine 5 oder 2. Perfekter Koffer vielleicht für eine Straße. Eieieiei. Ansonsten. So, Steffi, bitte. Würdest du mir jetzt mal einmal. Also zweimal. Das hier nur für Platz 4. Okay, erste Karte. Wer weiß. Okay. Einmal nichts. Kann ich dein Ass. Ah, nee, das nützt ja auch nichts. Ja, doch, dann hättest du gewonnen, wenn nichts kommt. Ja. Boah, ist das nur eine Dame? Wenn eine Dame kommt, dann tauschen wir das Ass gegen die Dame? Nein, aber das ist das Einzige, wie ich gewinnen kann mit einer Dame. Du brauchst eine 5 auch. 5 auch. Du hast oder eine Karten. 5, dann hast du auf Pärchen. Ja, aber wenn eine 8 kommt, bin ich vorne. Mhm. Nein, nur die Dame, nur die 5. Boah. Kommt nicht und damit haben wir unseren viertplatzierte Team gefunden. Schade. Ich mach's nachher wieder gut. Olivia Jones hoffen, das und gut Monika Ivanka gewinnen 10.000 Euro. Gut gespielt. Cheers. Ja, es blieb mir ja nichts anderes übrig, wenn ihr einen hier so rasiert hier. Das war die eine große Hand von Monika Ivanka gegen den Philipp. Gregor beginnt, wir sind bei 1.000. Die die negative Wende eingeleitet hat. Okay, ist raus. Check. Philipp, check. Philipp, check. 2.000. 2.000 von Gregor und Philipp Pass. Zwei Pärchen getroffen, angesetzt und den Pott gewonnen. Money, money, money. Hm? Jetzt puste ich mal nicht hier mit deinem. Hören wir ihn gleich noch singen, wenn er hier vielleicht mit Jörg von Dora im Team den Sieg holt? Gregor, Big Blind, bitte. Kann nur sagen. Schon wieder. Ja. Googelt mal ein bisschen. Queen of Lissabon, der aktuelle Song von Gregor Glanz. Tolles Lied. 2.000 von Kay. Ja, bitte. Das wäre echt besser. Ich hab den Gregor Pass. Ja. Guck mal, schon vorbei. Ruckzuck. Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Aber ja, Leute, check mal auf. Gib mir auch deine Karten noch. Natürlich. Bitte. Dankeschön. So.
Die Blinds bitte, Gregor 500 und Kay 1000. Schon wieder? Ja, das geht jetzt ruckzuck hier, ne? Philipp, pass. Was wolltest du haben? 1000. Kannst du haben. Danke. Ich mag dich wirklich. Echt abgesehen von Blind bei 1000. Dankeschön. Das ist cool. Ich meine das ernst. Danke. Gregor füllt auf. Was machst du denn? Checkst du? Was machst du denn? Check mit oder All-in oder? Was geht's gerade? Du bist dran und du bist kannst dran. Checken oder erhöhen. Und Gregor mit dem Achterbällchen. Mach Druck. 4000. Insgesamt, ja. Gregor geht mit. Dann machen wir Schnell bezahlt. Das könnte jetzt hier die letzte Hand sein für das Team Jörg Wontorer und Gregor Glanz. Ja. Dann nämlich, wenn die Achter halten. Aber das ist ja, ich gehe direkt am Flop. Macht jetzt keinen Sinn mehr. Also. 1600. Ich habe kein Geld mehr. Ja, die muss er bringen. Bringt er auch. Du musst im Prinzip 1600. Hat schon gecallt. Dann. Offenlegen. Showdown. Und K1 braucht eine 8 hier. Und Ass. Und für K. Sind allerdings nur noch 2 im Deck. Findet Steffi hier noch die 8? Schlagen. Da ist auch Gregor Glanz sehr aufgeregt. Nix da, nein. Nix da, nix da, nix da, nix da. Und double up. Nix da, nix da, nix da, nix da. Nina, ist alles noch im grünen Bereich. Ja, ja, ich klar. Ein bisschen. Aber. Ich dachte, nein, die beiden Teams sind etwa gleich auf. Da, jetzt muss ich aber nichts. 500k. War schon gut. Und Gregor, bitte. Was machen wir jetzt? 500 noch, wenn du mitgehen möchtest. Geh ich mit. Philipp Jack. Aufgefüllt von K1 im Small Blind. Oh. Okay. Check. Check. Philipp, check. Ja, spiel's doch mal an, K1. Check. Einfach mal von vorne. Nein, check, check. Müssen 1.000 von Philipp. Spielt es einfach solide runter hier, der Philipp. Ich glaube. Ich bin raus. Okay, passt. Und ein weiterer Pot. Und er zeigt ihm, die 3. Hey Robert, ich schwöre dir, das ist gerade so ein Nervenkitzel hier. Ohne Scheiß. Olivia würde sagen Prostata. Ja, wahrscheinlich so werfen. Ich 500, oder? Ich hab immer noch 1000. Ah, 1000. Mhm. Fertig. Schieb mal nicht so rüber, das passt auch nicht bei dir. Nee, okay, man muss erst aufpassen, dass Gregor nicht guckt gerade, damit er nicht auch seine beiden Holdcards sieht. 1000? Ja. Komm, John Wayne. John Wayne. Call. Philipp Call. Check. Und Gregor Check. Schauen wir zu Flop mal an. Philipp Check. Kevin trifft die 8. Gregor die 6. 2000 von Gregor. Okay, geht mit und Philipp ist raus. Philipp wiederum mit der richtigen Entscheidung. Ein gutes Gespür. Oh, jetzt Drilling für K1. Aber Gregor fühlt sich auch wohl mit seinen 2 Paar. Okay, geht mit. Großer Pott hier, 13.000 bereits in der Mitte. Check. Gibt noch eine Runde. Check. 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 Check, check. Oh, da hätte K1 sicherlich noch mal Dame 6. Bisschen was ansetzen können. In deinen Arsch. Bingo, ohne Gleitcreme. Mexiko. Ohne Gleitcreme, aber cheers. Hm. Trotzdem bist du der beste Sänger. Ja, du hast es wieder zurückgekriegt. Mann, chill. Die 25% waren das. Chill, Alter, bitte. Scheiße gebaut. Ja, heul. 500, Gregor. Ja. Immer noch günstig bei weggekommen. Hätte noch teurer werden können. Warte,
Jetzt ja. Philipp passt und Gregor ist all in. All in hier. Mit Ass 5. Was will der denn jetzt? Was findet K1 in Big Blind? Ja, setz dich mal hin, damit ich meine Karten. 5200 und du bist eh Big Blind. Also 1000 hast du eigentlich sowieso drin. Also müsstest du noch 4200 nachbringen. Kommt für den Spaß. Der zahlt nach. Mit König 9 von Kreuz. 200? Ja. Schau dann. Gregor noch auf. Vorne. Auf. Auf. Ass 5. Du? Okay. König 9. So, jetzt eine 9 oder ein König oder eine Ladung Kreuz und Gregor ist raus. Oh, direkt ja. Der Flasch hier. Ja! Jawoll! Ja! Das sind 100%. Double up, da kann kommen, was will. Gut gemacht. Danke dir. Ja, hast gut gemacht. Hast gut gemacht. Geld dich nicht drauf auf, aber hast gut gemacht. Ey, ich hab keine andere Möglichkeit. Also. Jetzt die beiden Teams wieder fast gleich auf. Ich dachte, weiterhin vorne. Einsam kreist Philipp. Wie viel ist er? Und den beiden anderen Teams. Sehr gut. Gregor, pass. Ja, kein Problem. Oder mehr. Ja, ich bin voll gechillt. Warte, kannst du auch hören? Nee, jetzt nicht mehr. Das war wieder zu schnell. Oh! Jetzt bist du dran. Oh. Checken oder setzen. War nur aufgefüllt von K1, nicht geraced. Zumindest ahnt Philipp sicherlich nicht, dass hier so eine starke Hand wie Ass-König bei K1 liegt. 1700. 1700 von Philipp. Raise. Okay, und der Call. Achso, nee, doch. Weg. Ja, Philipp jetzt noch mit dem, der möglichen Straße eine 7, eine 8 oder eine 9. Check. Würde helfen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Und er trifft die 8. Er spielt es gut, aber er trifft auch gut. Und diese Kombination ist beim Pokern fast immer siegreich. Check. Showdown. Showdown. Hast du die 10 sonst? Drei und König oder so. Okay, man zeigt ihm Ass-König. Verdammt nochmal, Alter. 700, Alter. 700 und 1400. Dreck, geiles Blatt wäre das gewesen, aber. Ja, natürlich. Ja, das war jetzt wirklich Glück. 1400, bitte. Nicht. Entschuldigung, Mr. Jones. Wenn du mitgehen willst. Ne? Ass 4. Muss er spielen hier? Mindestens callen. Optimalerweise. Vielleicht sogar leicht erhöhen. Call. Er geht mit. Philipp call. Check. Gregor check. Check. Philipp jetzt hier eigentlich mit der schlechtesten Hand beim Poker. Mit 7-2 füllt er sogar auf. Philipp check. Check. Gregor check. Gehorn trifft die 4. 1400 Minimum. Muss noch 400 bringen. Was denn? 400 noch. Wer entscheidet das? 1400. Müsste ich jetzt zahlen, oder? Ja. Komm, zahlen. Gehen. Hol ihn zurück. Gregor call. Ja, Gregor möchte noch mal eine Karte sehen, vielleicht, um Hilfe zu bekommen. Findet sie aber nicht. K1 weiter vorne hier mit dem Viererpärchen. Nur eine 9. Check. Würde helfen. Check. Check. Showdown. Showdown und das Viererpärchen vom Rapper reicht aus. Das ist eine Methode, dem Gegner zu zeigen, wie es ihm gefallen hat. Oh, Finger Mann, in Pro Alter. Mexiko. Da haben sich zwei gefunden. So, die warte, Lines. Mr. Jones. 700? Schon wieder? Ja, schon wieder. Okay, 1400. Ja. Okay, kurz. Ist okay. Okay, kannst du mal wechseln? Nein. Du hast 700. Ja. Boah, ist das teuer. Jetzt musst du mal meine Karten checken. Bayer Laden. Noch 700 zum Mitgehen. Oder weg, das geht auch.
Go. Guck mal, hier hast du schon gewonnen. Schön. Da hast du schon Fluss. Geld ich schwör, ich gewonnen. Hätte, ich hätte euch gerade richtig genommen. Euch vor allem. Die ja, mein erstes, das erste Mal tut immer weh. Ich habe Smallblind, wie viel? 700. Und Gregor ist dran. Und ich muss nichts teilen, wenn es mir nicht gefällt. Das stimmt. Warte. Aufhören hier, ja, siehst du, dann da lässt du mich erst erklären. Willst du gar nicht machen. Die war so schlecht, die Hand. Ey, hör auf mit deinem Wildcard-Scheißdreck. Die war so schlecht, die Hand. 1400. Hast du gefurzt? Du hast was, hast gefurzt? Nein, überhaupt nicht. Du hast gefurzt, spinnst du, oder was? Hat er das drauf? Überhaupt nicht gefurzt. Hat er das drauf? Das, das war das Leder. Alter, überhaupt nicht gefurzt. Das war Leder. Oh, der hat gefurzt. Okay, komm. Das Scheiße. War das Leder. Alles gut. Du bist nur mit dem Arm übers Geländer gekommen. Du bist dran. Hoffen wir mal. Du. Stinkt oder stinkt was? Nicht? Es stinkt überhaupt nicht. Ja, eben, also hat mir wer gefurzt? Ja, Furz weiter. Hier hat gar 3-2. 3.200. Hab ich jetzt Big, das heißt ja Big Blind, gell? Ja, du hast Big Blind. Gutes Glück. Wenn die Jacke vom Geistige wäre. Was, hast du erhöht? Ich habe erhöht. Wie bist du machst denn das? Weil ich eine sehr gute Hand habe. Und ja, aber das kannst du mich mal beleben lassen und sagen, ja, okay, ja, schau aber, mal. Ja, dann spiel doch Al Pacino. Ja. Alter, noch mehr Spitznamen für mich? Kann ich wieder all in gehen und irgendwie so. 700, 1400. Schon wieder? Ja, schon wieder. 1400 ist Big Blind? Ja, ist Big Blind. Ich wechsel wieder, schau. Nein, fass mein Geld nicht an. Schau da. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Also was? Philipp hat 1400. 1400. All in. Und da geht's. Oh. Alles rein hier mit Ass 10. Was soll die mit dem Geld? Aber dann das kommt. Sind. Steh schon wieder auf. 500. Ah. Echt, ja? Kommt das oder nee? Hat noch nicht gepasst, Kevin. Kannst du deine Karten nochmal bitte ausfällt? Jetzt kannst du dir überlegen, jetzt ob du. Jetzt bin ich raus. Ja, oh. Jetzt geht er raus. Bist du doch schon raus. Nina, chill, war Schrott, okay? Was hätte ich gemacht? Glaub mir. So, wir sind bei 1000 und 2000. Eine weitere. Du bist ja der Mitgänger. Okay, es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. 1000 und 2000. Geld geben können, so ein paar Chips. Ja, ist ja gut, mein Zimmer. Nina, ich weiß, du willst Träger? Wechseln. Lass mich kurz. Pass. Was Schrott, okay? Der Walk für unseren Online-Qualifikanten. Wer von euch vielleicht beim nächsten Mal mit dabei sein möchte, es gibt Qualifier. Es kostet nichts daran teilzunehmen. Und vielleicht seid ihr ja nächstes Mal bei Robert und Carmen im Wohnzimmer, wo auch immer das ist. Big Blind 2000. Also ich muss. Nee, du musst nicht. Du kannst entscheiden, was du jetzt machst. Du kannst die Karte noch wegschmeißen. Kannst du auch. Ohne zu zahlen. Passt. Okay, und hält sich raus mit Google 2. Tausender für dich. Gib mir deine Karte. Ja. Und auch Philipp passt im Small Blind. Big Blind ist 2000 jetzt ja, gerade? Das ist ja eine Abzocke hier. Richtig verarsche, Mann. Philipp passt. Gregor Korn. Boah, das ist richtig Eier. Check. Check. Aufgefüllt von Gregor mit Bube 10. Beide hier mit schönen Startkarten. K1 mit dem Sechserpärchen. Und er trifft sein Drilling. 4000. Oh, ja, ja, Gregor setzt 4000, aber nicht richtig gehört habe. Okay, geht das mit. Es könnte die letzte Hand sein. K1 spielt es tricky und geht nur mit. All in. All in. Und da läuft Gregor jetzt mit in die Falle rein. Hat allerdings mit der 9 nochmal eine gute Karte getroffen. Ich glaube nicht, dass K1 hier wegschmeißt hier. Nein, Gott. Macht er nicht. Er callt. Showdown. Gregor braucht Hilfe und zwar in Form einer 8 oder eines Königs. Ansonsten ist das Team raus. Und wir sind im Heads-Up. Okay. 8 Karten im Deck, die dem Gregor weiterhelfen. Was denn? Leg mal die letzte. War mir ein seelisches Fußball. Später. Und da ist die 3 gekommen am River. Keine Hilfe für Gregor. Trotzdem bist du der beste Sänger. Und damit haben wir unseren Platz 3 gefunden. Gregor Glanz und Jörg von Tora bekommen 15.000 Euro. Wobei der Gregor im Vorfeld schon gesagt hat, dass er seinen Anteil an die Christina weitergibt.
Und na, die Christina hat mich informiert, dass die beiden dann den Anteil wiederum 50-50 teilen. Also wo ist alles. Der ein? Ach so, der ist raus, oder? Sehr, sehr fair. Willst du mal eben Small Blend legen und du bist auch dran. Und dran besser, ne? Ich muss dem jetzt ab. K1 gegen Philipp Kastel. Boah, wie sicher der sich fühlt. Meine auch, meine kostet 390. Big Blind bitte, okay? Wie viel? 2000. 10. Ich bin raus. Okay. Race von Philipp auf 10.000. Schnell, mit deinem passt Blöcken. Dir. Egal, ob du heute gewinnst, selbst wenn du 50.000 gewinnst, du wirst trotzdem von Olivier Jones genommen. Ich nicht. Das freut dich richtig, ne? 1.000? Ja, und du bist auch dran. Ich bin raus. Okay. Wie viel Chips hat der Penner? 40.000. Hier. 40.000. Ja? K1 kauft sich ein paar Chips nach. Das ist seine Uhr. Was allerdings nicht möglich ist hier bei diesem Format. Was ist das? Du hast schon gewonnen. Karten? Karten bitte. Danke. Boah, das ist ja ein spannendes Match gerade hier. Weil ich hab. Der hat viel mehr als ich und ich kämpfe gegen ihn. So viel ja, eine weitere schöne Komponente beim Poker. Spannung, ein Unterhaltung. Und du bist dran. Geschicklichkeit, Glück. Ein Spiel, das Nina, einfach sehr viel Spaß Glück. Macht. Ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Raise. 10.000. Raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Penner blufft. An wie viel? Okay. Hör auf mit deinen komischen YouTube-Tricks. 2000, 4000, die Blinds. So. Ja. Oh, die Hand darf er nicht wegschmeißen, jetzt hier A7. Hat geklappt, du bist dran. Ich weiß, ich habe da gelegt. Call. Check. Check. Und trifft. Check. Check. Direkt mal zwei Paar. Aber er greift nur zu seinen Chips, er deutet es nur an und die Hand von Philipp ist bereits gepasst. Du Penner! Wer ist der King? Natürlich nur du. Ich nehme dein Geld weg, warte mal ab. Und wenn ich es schaffe, dann auch nicht schlimm. Doch, komm in Security. Die stehen schon da, warte ab. Nein, du bist ein cooler Typ, Alter. Ey, ich meine das ernst. Ohne ihn könnte ich gar nicht spielen. Der hat mir gestern Abend in einer Stunde so viel beigebracht wie andere Leute in einer Woche. Damit meint er vielleicht seinen Pokercoach, der da vielleicht nicht seinen Erwartungen entsprochen hat. Nina, ich schwöre, du darfst gleich. Lass mich ganz kurz noch spielen, ich bin gerade im Element. Geht's mir? Ja, und die Karten gehören mir. Die 2000 kannst du aber gleich liegen lassen. Mal sei mal ruhig. Warte mal, ich bin Zweiter. Wie viel habe ich jetzt gewonnen? 20. Also für jeden 10? 20.000 sicher. Ja, 2000. Aber K1 will natürlich mehr. Wie viel? 2000. Ja, hier, komm. Du bist auch dran. Ich weiß. Weißt du gar nicht. Warum soll ich es machen? Entweder auf 4.000 auffüllen, ja, mehr oder raus. Mach ich. Okay. Hier. Check. Check. Hau rein. Check. Und er trifft die 2. 4.000. Ja, ja, ich wollte nur ja, eine Show ist machen. Ja, sowieso egal. Er hat es ja schon komm, er halt hat weggeschmissen. Was hat er? Hast du schon gewonnen? Hey, Idiot, ich hatte gar nichts. Du Trottel. Ich hatte definitiv weniger als du. So ein Trottel. Ich hatte nichts. Ich hatte definitiv weniger. Nein, ich hatte gar nichts. Ich hatte 2-2er, du Idiot. 2-2er ist das nicht. Dann reichte diesmal K1. Denn Philipp hatte diesmal wirklich absolut gar nichts. Blöd, Mann. Okay, Big Blind 4000. Hast du ja, gar nicht warum sollen diese Filme hier jetzt? Ohne Scheiß, das ist ab 10.000. Vielleicht versucht K1 auch seinen Gegner so ein bisschen aus der Reserve Eier, zu auf Eier machen, wenn wir blöffen. 10.000. Hast du doch auch gerade. Idiot. Nein, hab ich überhaupt nicht. Ich hatte gute Karten. Du hast die 2 getroffen. Du bist Stevie Wonder, Alter. Wie viel hast du jetzt? Immer noch um die 40. Nina, ich mach das schon. Mach dir keine Sorgen. Small blind. Beruhigt deine Partnerin Nina Morgenabend. Sie soll sich keine Sorgen machen. K1 wird das Ding ganz, ganz, ganz locker in den 2000. Ja. Hafen. Und du bist auch dran. Geh all in. Ich schwöre, ich fick deinen Arsch. Uiuiui. Was, so, was soll ich geben? Ich gebe alles. Was? Du kannst noch hier auf 4000, ja, also hier. Noch 2000. Dann hier, komm. Du mit. Warte, 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 warte. 5.
Geht nicht, aber ich gehe all in. Na klar geht das. Nee, aber egal. Ich gehe all in. Philipp geht all in? Er geht all in. 1000er fehlt jetzt aber. Ja, ich weiß. Chill. Ja, chill. Bleib cool, Leute, bleib cool. Was soll ich machen? Ja, er ist all in gegangen. Ich gehe auch all in. Wirklich? Ja, dann Showdown. Und all in und call jetzt hier. König 10 für Philipp. Und was hast du? Philipp kann hier Bube Dame für den Sieg einfahren, wenn König 10 hält gegen Dame Bube von K1. Erstmal noch nichts. Wenn allerdings während des Rappers gewinnt, dann ist er wiederum weit, weit vorne im Chipcount. Ja. Was war das gerade? Mhm. Weiter? Ja. Ah, keine Hilfe am Flop. Noch ist er hier vorne. Ich verstehe es. Doppel, okay, Paar. Paar habt ihr jetzt beide, ja. Er hat aber den König. Ah, zwei Pärchen haben sie beide. Er braucht eine Dame oder einen Buben. Ansonsten ist Philipp Kastel hier der Sieger. Und das ist hiermit passiert. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen? Ja, er hat König gewonnen. Hoch. Das heißt, ja, das heißt, gewinnt diese Hand. Und Philipp Kastel damit 50.000 Euro. Glückwunsch an den PokerStars Wildcard-Gewinner. Aber auch Glückwunsch an K1 und Nina Moredam für Platz 2. Ja, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Im Namen von PokerStars.de gratuliere ich dir ganz herzlich zu 50.000 Euro. Wow! Wie viel Schicksal verloren? Ja, gut. Du meinst du?